Viele Videokonferenzprogramme, wie zum Beispiel auch Zoom, bieten die Funktion des virtuellen Hintergrundes, ein digitaler Hintergrund. Hierbei wird das Motiv, die Person vom Hintergrund digital getrennt und der Hintergrund wird durch einen anderen, durch ein Bild oder durch eine Videodatei ersetzt. Wie das genau funktioniert und welche Rolle ein solcher Greenscreen, also ein grüner Hintergrund, dabei spielt, das zeige ich in diesem Video. Und als allererstes schalte ich jetzt mal um auf meine Zoom-Software. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Zoom-Software mit dem grünen Hintergrund und kann jetzt in den Einstellungen, das heißt hier dieses kleine Pfeilchen nach oben, die virtuellen Hintergrund wählen und habe jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Effekte auf meinen Hintergrund zu setzen. Also entweder diesen weich zu zeichnen, dann wird der Hintergrund einfach, ja, wie man hier sieht, unscharf. Auch Personen, die dann im Raum sind, die im Hintergrund eben laufen, sind nicht zu erkennen. Eine sehr, sehr schöne Privatsphäreneinstellung auch. Aber ansonsten habe ich auch die Möglichkeit, einfach den Hintergrund auszutauschen durch eine Bild- oder auch eine Videodatei, die ich mir dann auch von meiner Festplatte direkt hochladen kann, indem ich Bild oder Video einfügen klicke. Jetzt sieht man allerdings, vielleicht haben wir das auch schon mal in anderen Konferenzen erlebt, diese Freistellung, die funktioniert nicht so wirklich einwandfrei. Also auch wenn Personen zum Beispiel Kopfhörer benutzen, dann kann man durch den Kopfhörer durch den Hintergrund sehen oder wenn es eben auch zweite Ebene gibt, wie zum Beispiel jetzt so ein Mikrofonarm, dann verschwindet hier immer sehr, sehr viel und das haben wir auch schon gesehen, dass dann plötzlich Personen auch verschwunden sind und das wollen wir ja natürlich nicht, denn wie sagt man in Norddeutschland dazu, das sieht nicht aus. Dafür gibt es nämlich diesen Greenscreen-Technik oder diesen Greenscreen-Effekt. Hier unten auch diesen Button Greenscreen-Technik. Und wenn ich diesen aktiviere, dann seht ihr, dass es eben zu keinen Freistellungsproblemen kommt. Also ich kann jetzt sogar einen Kopfhörer auch tragen, ohne dass ich dadurch den Hintergrund sehe. Allerdings Voraussetzung ist für so einen Greenscreen-Technik, für so einen Greenscreen-Effekt, dass ich auch in der Tat einen grünen Hintergrund auch habe. Und hier gibt es einfach jetzt ganz unterschiedliche grüne Hintergründe oder unterschiedliche Greenscreens, wenn man mal schaut. Da gibt es sowieso Roll-Up, also Stand-Ups, die ich wie DIY-Wände aufziehen kann, mit Deckenmontage zum Runterziehen. Aber im Prinzip für Videokonferenzen tut es ein ganz normales grünes Tuch. Und das kann ich jetzt hier auch mal kurz zeigen, indem ich auf die zweite Kamera umschalte. Ich habe jetzt hier auch nur ein ganz normales grünes Tuch, was ich an so Teleskopstangen festgemacht habe. Und dann eben mit Klammern auch befestigt, Materialwert, alles zusammen, sagen wir mal 70 Euro ungefähr. Und das hat einfach den Vorteil, dass über die gesamte Wand, das sind dann 3 Meter Breite, ich eben die Möglichkeit habe, auch in einer Präsentation ein bisschen rumzulaufen und mich zu bewegen, auch zu stehen, ohne eben diesen Greenscreen zu verlassen. Jetzt seht ihr auch, ich habe jetzt hier oben so einen 90-Grad-Winkel drin. Das heißt, der Greenscreen geht in dem Winkel über die Decke. Profis würden sich jetzt hier eine sogenannte Hohlkehle reinbauen, dass man eben diesen Abschnitt hier nicht sieht. Wofür mache ich das? Naja, letztendlich, ich habe hier nur eine Deckenhöhe 2,10 Meter. Ich bin selber relativ groß und wenn ich jetzt hier vor der Kamera stehe, dann würde der freigestellte Greenscreen nur bis eben hier diesen Deckenrand gehen oder bis zu dieser Stange. Und alles hier drüber, das wäre die normale weiße Decke, die nicht ersetzt werden würde. Man sieht jetzt zwar, wie gesagt, diesen Übergang, aber der Software ist das relativ egal, weil wenn ich den Greenscreen jetzt aktiviere oder auch ein anderes Bild jetzt einfach auch mal auswähle, da entsteht einfach der Eindruck, dass ich in einem großen Raum drin stehen würde und letztendlich geht es ja darum, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles sehen und nicht, wie es hier hinter und neben der Kamera auch aussieht. Greenscreen, ganz toller Effekt, ganz tolle Möglichkeit der eigenen Inszenierung. Ist aber auch nicht alles bei Zoom. Da gibt es nämlich noch ein paar Funktionen mehr. Die wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Dafür schalte ich nochmal auf die Zoom-Software. Wenn ich jetzt hier wieder in dieses Menü gehe, virtueller Hintergrund wählen, habe ich nämlich noch die Videofilter und die Studio-Effekte.
Bei den Videofiltern, das sind kleine Filter, die kennen wir vielleicht von Snapchat oder anderen Social-Media-Tools auf dem Smartphone. Da klickt man einfach drauf und das sind Filter, die legen sich dann auf uns drauf. Und auch wenn wir uns bewegen, bleiben die eben auch an uns mit drauf. Das funktioniert sehr gut. Tiermasken haben wir natürlich auch mit dabei. Oder ja, in der Corona-Pandemie auch ganz wichtig, auch die Klinikmasken, die wir jetzt hier mit aufsetzen können. Neben den Videofiltern sind die Studioeffekte manchmal auch ganz interessant. Hier können wir uns zum Beispiel einen Bart ein bisschen aufpimpen oder können, ich sag mal, die Lippenfarbe nochmal verändern. Müssen allerdings darauf achten, dass die ursprüngliche Einstellung darauf gesetzt ist, gilt für künftige Meetings. Das heißt, wenn wir für andere ein Meeting planen und diese Filter mal ausprobieren, sollten wir sie wieder rausnehmen, nicht dass eben unangenehme Überraschungen warten und wir dann plötzlich irgendwie mit Hasi, Mausi und Schweinchen dick irgendwie in der Videokonferenz mit drin sind und die Personen selber nachher nicht wissen, wie man diese Filter wieder rausbekommt. Soweit erstmal zum Thema Greenscreen, virtueller Hintergrund, digitaler Hintergrund. An dieser Stelle wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Da bin ich ganz gespannt drauf. Lasst uns darüber diskutieren, ob ihr das sinnvoll findet oder nicht. Ansonsten alles Gute und bis bald. Tschüss.